Hallo und herzlich willkommen bei Damiskikuri, endlich mal wieder mit einem Video mit Dolce Deck Profile endlich. Das zweite Mal, diesmal aber mit Gem Knight Engine, weil das einfach ein bisschen explosiver ist. Und ja, fangen wir an. 3 in Jelly, Slash, einfach Core, bestes Monster im Deck. Obwohl, vielleicht ist das auch das beste. 3 Magellin sucht halt alles. Ist halt ziemlich gut, weil sie halt alles suchen kann. Angeli halt für OTKs. Zeon Brilliant Fusion ist zum Beispiel schon ein OTK. 3 Hootcake. Man kann auch 2 spielen. Ich finde 3 aber ein bisschen besser, weil ich auch Handtrap spiele und dadurch ist auch ein ganz guter Draw. Und nicht nur ein guter Searcher, ein gutes Special. 2 Messenger Lato. Auch recht Standard eigentlich. 3 mag ich überhaupt nicht. Ich finde 2 eigentlich sehr gut. Dann auch 2 Mew. Genauso halt auch mit Angeli ziemlich gute Combo. Dann noch eine Prozessin für das Xe halt, weil das mit dem Gem Knight Xe halt gemacht werden kann. Und das ist halt auch sehr gut für die OTKs. Das von ihm mit Deutsche Monster. So, dann kommen wir zur Brilliant Fusion Engine. Das sind 2 Garnets und 2 Trick Clowns. Garnets ist halt der Gem Knight, aber auf 2 ist eigentlich doof, weil ich ihn recht oft ziehe. Aber auf 1 ist halt risky, weil wenn du ihn dann ziehst, ist Kacke, dann ist er useless. Und Trick Clown halt jetzt, wo Damage Juggler verboten ist, spiele ich halt Trick Clown. Und Head Trigger lohnt sich nicht mehr, weil es halt so ein random Draw wäre. Jetzt die Teleport Engine, 2 Karten, Yuki, also Ghost Ogre und Recover. Damit einfach Netbeast machen, damit sowas wie Black Rose oder so. Ja. Ist halt auch gut gegen Paper und so, kann man auch ein zweites Mal sein oder sogar spielen. Dann noch Handtraps, 2 Maxi und 2 Wailer. Also ich hatte noch ein bisschen Plätze, dachte, die gehen eigentlich immer. Wailer halt gegen Monarchen und so und das gegen BA, Paper und so ein Scheiß. Ja, kann man, aber die Ratios kann man ein bisschen ändern. Also hat man theoretisch 4 halbwegs freie Plätze noch. Das waren die Monster, dann Zauber, 2 Chateau und ein Ticket. Ticket auf 1 reicht, weil ihr eigentlich eher Chateau für eure OTKs suchen wollt. Deswegen ist Chateau auch wichtiger, weil es halt auch pusht und ja. 3 Brilliant Fusion halt als Engine und 3 E-Teleport als Engine. Klar, habe ich die ganzen Monster schon für gezeigt. Einfach sehr wichtig für eure OTKs und Teleport ist halt auch für Netbeast einfach sehr gut. Und halt auch für Xe und sowas. 3 Upstart Consistency. Chicken Game spiele ich nicht mehr, weil ihr das gar nicht so unbedingt nur braucht. 2 Instant Fusion für Noden und Flame Ghost als für Rank 3s und 2 MSTs, weil Twin Twister ist in diesem Deck einfach nicht gut, weil ihr einfach nicht was habt, was ihr abwerfen wollt. Deswegen ist Twin Twister einfach nicht so gut, leider. Deswegen main ich MST. Ich habe auch überlegt, Decree zu mainen. Muss ich noch ein bisschen rumtesten, aber im Moment halt die beiden MSTs. Dann Extra Deck. 2 Tiramisu. Ja, ist halt. Auf 3 würde ich sie zwar gern spielen, aber sie ist auf 2 genügend. Also, ihr könnt manchmal 2 raushauen, aber das reicht auch. Also, ihr braucht eigentlich nicht 3. Ein Levier. Ist halt Levier, ist für eure OTK sehr wichtig, aber dadurch, dass ihr jetzt mit dem Brain Fusion spielt, ist halt nicht mehr so wichtig. Deswegen spiele ich ihn noch einmal, nicht zweimal. Dann dazu einen Invoker, der ist halt noch ganz gut, um Messenger Lato zu specialen, falls ihr sonst nichts habt. Ein Castell, ein Dweller, ein Rebellion. Das wird eine Giant Hand, wenn ich sie habe. Der ist halt ganz gut, weil man ihn, wenn man so 2-4er random liegen hat, halt machen kann einfach, um ein bisschen noch Damage zu pushen. Aber das wird halt, wie gesagt, eine Giant Hand. Oder der Dweller, eins von beiden. Muss ich nochmal gucken. Aber ich glaube, Dweller ist zu wichtig gegen BA. Deswegen wird der wahrscheinlich bald eine Giant Hand werden. Dann noch Trapeze als Vierer. Trapeze ist halt sehr wichtig für eure OTKs und den macht ihr halt mit Magellin und Trick Clown, so gut wie immer. Und ups. So. Dann noch den Chocolate Alamode. Die kann man halt mit der Gemknight Fusion und ihr selbst halt machen. Und die kann halt immer ein Special, ne? Die ist sehr gut für OTKs, hat mehr ATK als Tiramisu und macht dadurch halt mehr Damage. 2 Seraphonites halt für die Brilliant Fusions. Für OTKs ist halt eine sehr gute Engine in diesem Deck.
Inoden reicht. Inoden kann teilweise gut kommen, wenn ihr irgendwas im Grave habt. So als Rank 4 oder halt. Ja, meistens als Rank 4. Oder für Synchro. Ja, ein Flame Ghost, wie gesagt, für Levier halt, falls ihr noch einen Dreier braucht und keine Brilliant Fusion oder sowas habt. Das waren die Fusion. Dann ein Netbeast ist halt mega gut gegen Pip und Monarchen, müssen die halt viel wasten und das ist halt, kann man eigentlich ganz gut mit einer Magellin und einem Teleport machen. Dann holt man sich halt Recover, macht Beast, konnte sich mit Magellin halt noch einen Jelly Search und habt den nächsten zwei Plays und sie müssen halt erstmal das loswerden. Was halt für die Decks gegen die Beast auch gut ist, recht schwer ist. Und im Moment spiele ich dann noch einen Black Rose. Es wird wahrscheinlich bald ein Trish, muss ich nochmal ein bisschen überlegen. Weil Trish halt sehr explosiv sein kann, und ich habe gerade keinen Trish. Deswegen muss ich gucken, ob das hier wirklich ein Trish wird, weil man kann sie halt auch ganz gut mit Ghost Ogre und Anjali oder Magellin machen. Deswegen ist sie eigentlich auch ganz cool. Ja, probiere ich im Moment aus und genau, Slide Deck habe ich jetzt nicht. Das ist halt nur erstmal das Main und das Extra gewesen. Ja, ich finde das Deck eigentlich ziemlich cool, habe ein bisschen getestet. Man kriegt den OTK eigentlich ziemlich oft raus. Ihr seid halt nur sehr Backrow anfällig, deswegen habe ich über Decree halt nachgedacht. Müsste man halt nochmal gucken und ich werde das Deck wahrscheinlich auch bald mal spielen, das heißt, kommt vielleicht nochmal ein Turnierbericht damit. Aber ich werde das Deck-Profile halt nochmal einzeln machen, damit man das so nochmal hat. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr mochtet das Video und ja, bis dann. Ciao.